Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Video Review mit den Repliken aus dem Hause Noble Collection zu Harry Potter bzw. Fantastic Beasts. Heute habe ich den Zauberstab von Ginevra Weasley bzw. kennt man sie besser unter dem Namen Ginny Weasley auf dem Tisch. Mutter Weasley hatte ich ja neulich schon und äh, deswegen dachte ich mir, jetzt kann ich auch mal den Zauberstab auf den Tisch stellen. Die Pappen sieht jetzt nicht allzu toll aus, also dieser Schuber, der drüber äh, geschoben wird, weil es ja ein Schuber ist, schieben. Ich habe mir den mal äh, gebraucht bei ähm, eBay bestellt und äh, ja die Packung sieht jetzt nicht mehr ganz so schick aus zumindest außen das der Schuber außen rum. Aber erstmal dazu außen schwarz hochglänzend ist natürlich dann sehr empfindlich man sieht sehr viele Fingertapsen drauf und auf der Rückseite ist dann auch das äh, Warner Bros Logo äh, der, der Copyright Hinweis und eben auch der Harry Potter Schriftzug. So, ich schiebe den dann mal da raus und dann sieht man schon, die Packung ist diesmal in dunkelgrün. Hier vorne ist auch noch so ein blöder Fleck drauf. Auf dem glänzenden auch nicht so schön, aber es geht ja um den Inhalt. Deswegen konnte ich das halt noch verknusen. Ja, dieser typische Aufkleber ist dann halt die Charakter-Edition und nicht die Olivender edition Die sind etwas günstiger, allerdings die Verpackungen sind dadurch auch nicht ganz so schön gestaltet. Aber dieses, äh, ja, lederartige... Äh, diese Folie außenrum ist ähnlich wie bei den etwas teureren Packungen. Da muss man schon sagen, äh, Packungen, äh, denn die Zauberschäbe sind ja haargenau die gleichen. So, dann haben wir drinnen erstmal wieder eine, poff, ja, richtig angekämmt war er auch nicht, einen Schaumstoffstreifen, der den Stab halt schützen soll. Jetzt haben wir gerade auf den Tisch geknallt, aber das können Sie dann doch ganz gut vertragen. So, dann haben wir zum einen dann, wie gesagt, den... Zauberstab, zu dem ich gleich noch kommen werde. Und natürlich, was bei der Charakteredition dabei ist, ist ein kleines Messingschild mit einem Clips. So, der ist dann mal in so einem Papier eingewickelt. Trotz Gebraucht war das noch alles gut verpackt. Ja, und hier sind auch wenig Scratches drauf. Ja, und da steht dann halt eben, na, das bammelt sich ja immer so blöd rum. Eben Genie Weasley. Und hinten auch nochmal der Hinweis, dass es sich um einen Lizenzartikel handelt. Ist ja auch mal wieder schön zu wissen, denn. Wenn man jetzt äh, gerade in einem in diesem bestimmten Internet Auktionshaus nach den Zauberstäben sucht, dann trifft man äh, kommt man auf sehr viele Angebote, die halt sehr 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 preisgünstig sind. Sieht man im Vergleich dann die Farben, weiß man auch warum oder halt auch die, die Modellierung. Das ist dann alles nicht ganz so das Wahre. Das hier ist eben dann das Originalprodukt und auf dem Zauberstab selber ist auch mal der Hinweis. Habe ich jetzt richtig umgehalten? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sehen. Zumindest dann nochmal der Copyright-Hinweis. Ja, wie man sieht, der Zauberstab ist schwarz und laut J.K. Rowling soll er aus Eibenholz gefertigt werden, was ein helles Holz ist. Aus dem ist nämlich dann auch der Zauberstab von Harry Potter gefertigt. Fiktiv. Ne? Und der von Voldemort. Und deswegen dachte man sich, oder dachte sich wohl, J.K. Rowling, es wäre auch schön, wenn Harrys spätere Gemahlin auch einen Eibenzauberstab hat, äh, wenn es denn so wäre, der Zauberstab wurde von auch von Wender gefertigt. Wenn es denn so wäre, müsste der lackiert sein bzw. gebeizt und dann noch mal lackiert sein, wenn man Holz beizt und dann mit ähm, feuchten Fingern oder überhaupt dann drankommt, den er in der Hand hält, hat man auch sofort dann die Färb äh, Beize färbt sich halt ab. Es sind lustig Bände, die mit Wasser dann im Holz abgelagert werden, wenn man sie überlackiert und lichtecht sind sie dann eben auch nicht, aber sie sind dann, wenn man sie überlackiert, dann zumindest auch grifffest. Allerdings ist dann auch wieder so, durch die Benutzung, durchs halten durch, durch den Handschweiß einfach, der ist so aggressiv, dass der dann sofort auch den Lack irgendwann anlösen würde, abschubbeln würde. Man müsste dann halt wieder das Eibenholz sehen. Der Zauberstab, ich habe mir die auch da die leichte Struktur angeschaut, ist eine ganz, ganz leichte. Struktur ist drin, ich hoffe mal, es kommt ein bisschen mal raus, ist für mich auch von der, von der Schwärze her eigentlich ein äh, Ebenholz oder ein, ein Holz, was halt als äh, Ebenholz bezeichnet wird. Allerdings nicht das indische, sondern das afrikanische. Und äh, bei dem ist es so, dass da starke weiße Anteile oder helle beigefarbene Anteile im Holz enthalten sind und wirklich diese wirklich fast schon tief schwarzen. Denn ähm, andere eben Hölzäher sind dann doch mehr so ein dunkles Palisander von der Maserung her. So. Hier nochmal eben das Vergleichsbild äh, zu einem Schlüsselanhänger, den ich mal vor wo, 20 Jahren gemacht habe. Äh, in der Studienarbeit war das. Und ähm, da kann man halt das echte Ebenholz sehen und dann eben nochmal eben den Zauberstab dann daneben. Das kommt meiner Meinung nach schon dichter dran als eben Eibe. Dann mal zu den Details. Der Zauberstab ist doch relativ schlicht und trotzdem verziert. Also diese Verzierung, die hier oben drin sind, ein paar kleine Schnitzereien. Ähm, hier oben diese, diese Fertigung ist nicht rein, ja, ich glaube mal nicht, dass es rein gewechselt ist. Man kann so eine, äh, einen Seilschlag, nennt man das. Kann man auch gut von Hand fertigen. Ich habe gerade kein, kein Muster da. Schade. Steht in der Werkstatt. Ähm, nur etwas größer. Also nicht in so, so einem kleinen. Aber das kann man halt auch wunderbar. Dann von Hand fertigen, obwohl solche Sachen dann meistens ja trotzdem irgendwie gedrechselt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das in, genau in der Zaubererwelt abgeht, ob denn Olivender in seiner Werkstatt hinten dann eine Drechselbank stehen hat oder ob er dann wirklich die Sachen wirklich nur mit einem Messer schält und dann wirklich dann dieses Haargenaue hinbekommt. Ich frage mich sowieso noch, wie halt eben der Kern des Ganzen eingebracht wird. Aus reiner Tischler- und äh, Designersicht ist das halt ein bisschen fraglich. Vielleicht ähnlich wie überall. Bleistiften. Da kommt ja der Kern auch rein. Allerdings rückt der Kern an jeder Seite raus. Fast an jeder Seite. Egal. Das ist Herstellungstheorie. Bekannt ist sie zumindest nicht. Ich habe keine Informationen darüber gefunden, was denn Genies Zauberstab denn für einen Kern hat. Ich habe noch mal kurz die Details ins Bild gehalten. Also hier oben dieser, dieser Knauf. Also es sieht wirklich recht schick aus. So. Und ähm, aber was er für einen Kern hat, konnte ich leider nicht feststellen. Also ich finde ihn wirklich sehr schön. Ich habe jetzt den zwar nicht von, ähm, von ihrer Mutter in der Nähe, aber einen. ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mir mal ein Display gebaut, in der Art, wie es in einer ganz, ganz kurzen Frequenz oder Sequenz in Harry Potter und der Stein der Weisen zu sehen ist. Und zwar, wie Harry gerade in den Laden von Ollivander hereinkommt. An der Seite ist ein Sideboard, dahinter das Fenster. Und auf dem Sideboard steht ein kleines Regal. Und wenn man so ein bisschen groß zoomt, kann man etwa was erkennen, wo dann drei Zauberstäbe drauf liegen. Und mich erinnert das Ganze immer an eine umgedrehte Wandkonsole. Ne? Wenn das hier nicht überstehen würde, könnte man das Ding auch an die Wand stellen und oben dann auf die Tasse draufpacken oder sowas. So umgedreht ist halt dann ein Zauberstabständer. Ich habe den bewusst ein bisschen äh, auf Alt getrimmt. Jetzt meine ich schon mehr Werbung für das Ding, will ich eigentlich gar nicht. Nur kurz erklärt, ich habe den ein bisschen auf alt getrimmt, ein bisschen was wegplatzen lassen. Uli Wenders Laden ist jetzt auch nicht so der äh, aufgeräumteste und äh, da denke ich mal, kann schon passieren, er weiß, dass seine Waren gut sind, was soll da großartig in die Werbung gehen und, auf und Weise immer wieder neue Displays, hochglänzende Displays hinstellen. Da reicht dann auch sowas, hauptsächlich die Dinger liegen drauf und dann kann man die Teile draufpacken und sie rollen nicht runter. So, dann kann man die ja drauf präsentieren. Und ja, vielleicht das kommt auch dann so bei mir wohl dann in die Vitrine und äh, ich habe jetzt mich auch für drei Stufen halt entschieden, weil äh, das, was man da im Film ganz kurz gesehen hat, ganz in der Ferne, gar nicht mal in der Aufnahme, auch eben bloß drei Zauberstäbe beinhaltet. Man kann das ganze Ding natürlich auch noch ausweiten. Ja, ja. Und das Ganze halt wie gesagt ein bisschen staubig, schon ein bisschen mit Grünspan angesetzt. Äh, vorne war das Werbeschild von Olivender habe ich dann schon noch so ein bisschen zerfledert. Ne? Kommt ja nicht drauf an. Ne? Hauptsache die Dinger liegen dann da so drin. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich wieder vielmal fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.